Hi, Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einem Vlog, auf den ich mich schon sehr freue, denn wir werden heute nach Leipzig fahren und unter anderem Charlie Simmons nicht das erste Mal sehen, aber das erste Mal treffen. Ich bin sehr gespannt, wir werden auch Umut sehen. Ich nehme euch mit, die beiden Tage, weil wir ein Bild mit Charlie Simmons machen müssen, muss ich auf jeden Fall meine Seiten jetzt ein bisschen frisch schneiden lassen und deswegen bin ich gerade zu meinem Friseur gefahren. Wir werden jetzt reingehen. Mal gucken, was der Friseur zaubern kann. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Was geht ab? Mein Bruder, was geht ab? Alles klar, wie geht's dir? Gut, mit Essen. Ja? Schmacker, die schmeckt? Was geht bei dir? Richtig pünktlich bei dir? Ja. Tja, diese 10 Minuten. Da war ich ja noch nie drin. Was geht denn hier ab? Das ist Knastzelle. Wer wollte denn diese Frisur haben? Das war für Abdo. Hier. Nimm mal auf, wo ist der? Der wollte ihn unbedingt haben. Der sagt, ich feier das. Der sagt, ich liebe sowas. Diese Frisur? Mhm, der macht sowas. Der wollte selber? Ja. Die haben schon mal vorgeschnitten. Ach so, nee, einfach. Ach so, ich darf wieder irgendwas vorstellen. Nee. Junge, ich wollte dich heute nochmal anrufen. Ja. Ich rufe den gleich an wegen Termin und sowas. Mhm. Ich wurde einfach Polizei angehalten und mitgenommen. Du wurdest von Polizei angehalten? Ja. Wegen Kontrolle, alles. Die wollten mein Auto stilllegen. Okay, aber haben die nein. Auto komplett sauber? Okay. Nee, Mängel ist dann alles. Entspannt. Ach so, ja, deswegen meinte ich ja, ob ja. Frag mich, Bruder. Also dein Auto hatte Schäden. Ja, was heißt Schäden, Alter? Ich hab TÜV gemacht, Oktober, war nix. Die nehme ich mit, sagen, ja, ist nicht eingetragen, fahr weg. Ich so, wie ist nicht eingetragen? Hier ist doch hier, guck doch, ne? Ja. Dann? Digga, dann gucken die, sagen so, ja, ist nur Dings, Alter, Tieferlegungsfähiges eingetragen. Digga. Korrekt. Wie viel musst du zahlen? Kommt noch, aber wegen Öl wird teuer, Alter. Der hat so 2-3 Tropfen verloren. Bei meinem Glück, ein Tropfen ist nur aus der Kopf gefallen. Beim Kontrollieren. Ja. Und ja, gucken wir jetzt. Boah, Junge. Respektlos. Ja. Ehrlich, respektlos. Guckt euch das mal an. Es gibt so einen Jackenständer. Ich hänge meine Jacke aber immer original hier bei dieser Toilette auf. Stark, stark, stark. Frische Seiten. Ja, aber ungestylt, ne? Ja. Ja, ich style nie. Mach einfach so einmal. Ja, okay, du machst kaputt. Ja, jetzt sehe ich aus wie eine Mülltonne. Jetzt gerade sehe ich ein bisschen aus wie Elder. So, die Frisur ist fertig. Ich bin frisch geschnitten und jetzt muss ich noch mal kurz zur Post, um Bercolis AirPods ihm zurückzuschicken, weil er die vergessen hatte. Ich würde das gerne einmal abschicken. Hallo. Einmal so ein Milchbrötchen. Eine Waffel würde ich nehmen. Und dann noch so eine Packung Quakinis und einen Kakao würde ich noch nehmen. Ich habe nicht meinen Deckel auf meinen Kakao bekommen. Das heißt, der hat mich einfach gezwungen, dass ich den Kakao jetzt trinken muss. Prost. Boah, frischer Kakao schmeckt. Boah, Waffel mit Puderzucker. Kommt nicht ran an eine Waffel, wie man sie sich vorstellt bei einem Fußball-Hallenturnier. Ne? Seid ehrlich, Jungs und Mädels. Fußball-Hallenturnier-Waffeln sind die besten gewesen. Aber Waffeln sind so lecker, ne? Ich liebe Waffeln. So, ich bin jetzt bei Porsche angekommen. Hier ist das Porsche-Zentrum, denn ich muss mein Auto kurz untersuchen lassen, bevor ich damit jetzt nach Leipzig fahre. Das dauert ja 4 Stunden, weil er die ganze Zeit sagt, dass mein... Oh nein. Och, Digga, jetzt habe ich es hier dreckig gemacht. Weil er die ganze Zeit sagt, dass mein Spoiler gestört ist. Und ich habe ein bisschen Angst, da jetzt noch viel länger mit zu fahren. Deswegen lasse ich das einmal kurz kontrollieren, damit ich so ein bisschen mit Sicherheit fahre. Ihr wisst, Leute, niemals sowas auf die leichte Schippe nehmen. Also ich habe absolut keine Ahnung, was das kann sein, dass es gar nicht juckt. Weil lieber Vorsicht als Nachsicht. Ich höre mich an wie so ein Lehrer. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Ja, so schöne Autos hier, ne? Man verliebt sich mit jedem Blick, das ist verrückt. Okay, die sagen, das dauert ein bisschen und ich soll um 14 Uhr wiederkommen. Und in der Zwischenzeit tanken wir kurz Yuga auf und packen kurz meine Tasche. Ich nehme noch ein paar Watto-Sachen mit. Vielleicht nimmt Charlie Simmons das ja an. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, ihm das zu geben. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit, vorsichtshalber. Wäre natürlich cool, wenn der Typ Watto-Sachen hätte und die dann auch vielleicht feiert und anzieht. Gehen wir erstmal wieder zurück zu Porsche. Ich hoffe, da ist wirklich nichts dran am Auto. Also nichts Schlimmes. Und dass ich jetzt einfach nach Leipzig fahren kann. Viel Geld, viele SIM-Karten, Digi, ich mach Risse, mein Hut, mein Viertel. Gio, will den Maximum Gewinn haben. Wir sind da. Oh, wir sind angekommen und es ist so frisch. Immer wenn ich die Arena von hier sehe, denke ich mir, Junge, das ist so schön, ne? Das ist eigentlich nicht gedacht für die Augen eines Jungen aus Paderborn. Oh nein, ich habe in den Mond geguckt. Mama hat gesagt, wenn man in den Mond schaut, hat man Pech. Der Typ, der da gerade läuft, richtig lustig. Bleibt stehen, guckt mich an. Ich denke mir so, also ich weiß ja nicht, ob mich Leute erkennen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß ja nicht, was ich machen soll.
guckt er mich an und sagt, gerade unterwegs oder können wir kurz ein Foto machen? Ich sag, ja, komm, lass kurz ein Foto machen. Dann guckt er mich an, dir folge ich doch auf Twitch. Ah, nee, ich bin dir letztens entfolgt wieder. Ich denke mir so, hä? Ich sage so, warum bist du mir entfolgt? Er sagt so, ja, ich guck nicht mehr so oft. Und dann dachte ich mir so, nee, ich glaube, der hat mir nie auf Twitch gefolgt. Der wollte einfach nur, so tun. Der war nie ein Follower. Ihr seid ja im Spiel? Umut, ja. Aber das Spiel genau. Ist auf Tisch. Ah, spielt ihr gerade komplett? Nein, nein, nein. Einfach so ein Ding, ne? Trainieren. Spiel weiter! Spiel weiter! Guck jetzt! Guck einen Angriff, okay? Mhm. Guck mal, jetzt ziehst du nach innen, oder? Dann machst du den hier und dann. Geil, ja, stark. Sehr stark. Du kurz spielen? Soll ich für dich spielen? Mach mal bitte. Spiel mal bitte. Gegen wen spielst du? Gegen Darmstadt, ich weiß nicht, wer reingejumpt ist. Achso. Aber ist E-Sportler der andere? Oder einfach kann auch random sein? Nee, nee, ist E-Sportler. Also quasi, es ist ein E-Sportler von Darmstadt, aber du kennst Darmstadt E-Sportler nicht. Du hast ihn zum Hund gemacht sozusagen. Nein, es kann jeder Darmstadt E-Sportler reinjoinen, Bruder. Was soll ich machen? Ah, okay, wer ist der beste Darmstadt E-Sportler? Doki. Doki, ist er gut? Ja. Boah, du hast lange gewartet, bis du ja gesagt hast, ja? Spiel. Du hast Doki zum Hund gemacht, warte, nein, komm. Spiel. Gib. Nimm mich auf, wie ich Doki zum Hund mache jetzt. Schick das Doki nachher. Schick das Doki. Boah, Fresse, hat auch nochmal verhauen. Sagst du ernsthaft? Ja, Bruder. Laber kein Shit, gemacht, Bruder. Ey. Ernsthaft jetzt? Ja. Du laberst Müll. Ja. Hat er mit zwei Händen geschnitten? Hä? Weiß nicht, ja. Bruder, guck mal, wie oh, safe er spielt. Komm, der Arme. Das ist so geil geworden, sei ehrlich. Ich will. Digga, jetzt. Nein. Oh nein. Gut verteidigt. Darf ich noch weiter? Mach weiter. Guck jetzt. Vor Halbzeit. Lass uns die Halbzeit zu Ende spielen. Aber er checkt schon, dass du nicht mehr spielst, oder? Was? Nein. Meinst du, der checkt gar nicht? Er denkt, du spielst gerade so ein bisschen auf locker. Ja, ich glaube schon. Also nein, ich glaube, er checkt nicht. Er denkt einfach, gut, jetzt gut gespielt und so ein Tor gemacht, Bruder. Ja, andere Division. Guck mal, er merkt, wie ich ihn hopse. Der Arme. Ich hab ihn kurz eingewiesen. Was geht ab, Bruder, ja? Ich bin gar nicht richtig angewiesen. Wie geht's dir? Gut, selbst, Bruder? Ja, auch, muss. Setz mich hier an den PC, Digga. Guckt euch mal bitte das Sperrbildschirm an. Den Sperrbildschirm? Der Bildschirm. Guckt euch mal bitte den Sperrbildschirm an. Die haben es nicht umgestellt, stark. Wir haben kurz Essen bestellt, Essen ist angekommen. Beziehungsweise Umut hat mir, was hast du bestellt? Burrito. Ich habe noch nie ein Burrito gegessen, ne? Weißt du, wie du gerade aussiehst mit deinem Bart ein bisschen? Ja, warum? Wie? Ja, weil er so... Lang? Weit ist. Okay, hä? Du siehst ein bisschen aus wie HSV-Umut, Digga. Ja, ernst sogar. Ich hab doch voll wenig Bart, aber... Nein, Bruder, trotzdem irgendwie, weil der Bart geht so zur Seite und so. Sieht komisch aus? Ja, du hast halt mehr Bart, ne? Meine Mutter sagt immer, ist ja hässlich aus mit langem Bart. Da hat sie recht. Wie? Was Bart, sagst du? Bart, Bruder, ist erst gut. Schmeckt? Ja. Ehrlich? War so gut. Hast du schon mal Burrito gegessen? Ja, haben wir schon mal gegessen zusammen. War gut? Und ich bestelle das auch oft alleine, ja. Digga, schmeckt ehrlich besser bei Chicken. Also wo ich bei Chicken bin, schmeckt besser. Da hat doch mal Soße dann. Ja, Mann. Aber es ist wohl scharf. Oder nicht? Ich nehme immer. Ich finde es schlimm. Das ist so eine algerische Soße. Steht zumindest da. Ich hab kein Wort verstanden, einfach. Ne? Was hast du am Anfang gesagt? Ich sag, ich bestelle halt oft. Also ich wohne ja hier. Ach so. Weißt du? Ja. Digga, dieses Essen wird auf jeden Fall das größte Toilettenessen, was ich jemals gegessen habe. Wenn ich nicht danach 5 Stunden auf Toilette bin, weiß ich auch nicht. Umut, ich weiß, was wir machen, Bruder. Was? Ich muss gleich mit Wakes aufnehmen. Mhm. Du spielst von hier, weil den Monitor kann ich streamen im Streamingraum. Und du spielst gegen ihn. Anstatt dass ich gegen ihn spiele und dann muss er mir abstoßen. Warte, wenn er
er das nicht checkt. Also du darfst nicht so ernst machen am Ende. Also du bist erstmal richtig gut und dann übertreibst du richtig am Ende. Also am Anfang so. Am Anfang so ein bisschen normal, so. Mach Halbzeit so 2-0. Okay. Zweite Halbzeit, bom. Okay. Lass mal. Ja, Mann, Digga. Das klappt schon. Yeah. Bruder. Ja. Lass bei dir Draft Battle. Ich habe gestern Draft Battle gemacht. Lass bei mir, weil ich wollte ja jetzt streamen, ne? Und aus Leipzig kann ich nicht so viel, Bruder. Lass bei mir Dings, wenn geht. Also, wir machen beide ein Eigenteam und dann so mäßig SBB einfach. Weil, ich weiß, du, das nervt dich jetzt ein bisschen, weil es länger dauert, aber es wäre gut bei mir, weil dann hätte ich ein bisschen was zum Streamen, weißt du? Ja, mit so einem Toti-Special oder so einfach. Dann mache ich auch irgendwas mit Icon im Titel. Und dann sage ich Draft bei dir, weißt du? Weil ich habe gestern Draft gemacht. Aber kam gut an, Draft. Ich hätte nicht gedacht. Warte mal kurz. Also, was für ein SPB dann? Ja, also, du machst einfach... Machen? Du darfst nur Icons reinmachen. Das heißt, wir werden auch mehr erraten, weißt du? Ja. Und also 11 Icons. Ja, 11 Icons. Und das ist das Specialige daran. Und halt als Captain nehme ich einfach meinen untradable Haaland. Juckt nicht. Okay, ich hab Mbappé. Ich kann den nehmen. Ja, okay, dann lass so machen. Ja, dann, ich würde jetzt einfach so schnell wie möglich... Jetzt erstmal und so. Ja, okay, das ist easy, Bruder. Dann sag mir einfach, sobald du kannst, damit ich weiß, wann ich... So, weißt du? Okay, tschüss. Bis gleich, ciao. Alter, hast du gern, Bruder. Wir haben ihn halt alleine. Er benutzt ein Papier Toti, Bruder. Das sind die ersten Männer, die in meinem Stream drinne sind. Ich habe den Stream gerade gestartet, guckt euch das an. Die ersten Jungs, die drinne sind. Das sind die ersten Jungs, die sind direkt am Start. Ich werde jetzt streamen, so bis 0 Uhr, 1 Uhr. Und dann werde ich schlafen gehen, Haier machen. Morgen ist der große Tag, wo ich Xavi treffen werde. Ich sag ehrlich, jetzt bin ich nicht aufgeregt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich morgen ein bisschen Eierkribbeln bekommen werde. Auch wenn es natürlich ein normaler Typ ist. Man ist einfach aufgeregt, bevor man so bekannte Personen, die man so im Internet gesehen hat, trifft. Und ja, aber jetzt wird erstmal gestreamt. Prank ist, dass nicht ich dieses Spiel spielen werde, sondern... Mein Bruder Umut. Ja, nein, ich spiel. Das ist das. Nein, ich schwöre, du spielst nicht sogar. Ich spiel nicht weiter. Nein, ich spiel nicht weiter. Sag nochmal Tschüss zum Vlogchat. Alle einmal Tschüss, die noch drin sind, bis zum Ende, bis 1 Uhr nachts. Umut und ich haben Wakes haut rein, erfolgreich geprankt. Haut rein und Tschüss, Wakes. Haut rein, Rohin, Dankeschön für den Gift, an Wakes. Haut rein, Jungs. Bruder, komm, 1 gegen 1, Dart kurz. Ich hab geübt, ich bin gut. Oder ich bin besser. Wie viele Würfe hat jeder? 3 oder 2. Okay. Komm, 2. Jeder 3. Okay, komm. 3 Dartwürfe. 12? Ich. Ja? Hey, warte mal, was? 20? Was? Nein, 14. Aber Bruder, wo hast du geworfen? Das ist ein von Meter. Hier, ja, du wirfst doch auch von hier jetzt. Jetzt bist du dran, komm. Warte, wir müssen kurz zählen. 20. 40. 20, ja, 40. 12. 60. Ich hab's gesehen, ich hab dein Gesicht gesehen. Ja! 60, 72, 86. Oh, ich schwöre, das ist geistkrank. Weißt du, wie viele so krasse Dart-Profis im Schnitt werfen? So bei WM? 100 im Schnitt. Alter, jawoll, Baby, jetzt ist das dran. Aber Bruder, die werfen auch von 2 Meter. Mach. Hey. Triple 9. Nein. 18, nee, 27. Nein. What? Das? Du hast schon gewonnen, oder? What? Wie das, Bruder? Ich glaube 19. Abo. Hast du gewonnen? Ich weiß gar nicht. 60? Ich kann nicht rechnen. 60, 27 sind... Bruder, 80, 87? Ja, scheiß drauf, Bruder, egal, scheiß drauf. Nein, Bruder, wir wissen es nicht. Doch. Nein, egal. 87 plus 3. Alles gut. 94. Nein, ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, du hast verloren, du musst jetzt Dings, Bestrafung. Ja, er denkt sich Bestrafung aus. So, wir sind in meinem Zimmer angekommen. In Leipzig sieht es fast immer gleich aus. Ich habe ein Notfallzimmer einfach bekommen, weil bei mir kein Zimmer angegeben wurde. Das passiert sonst eigentlich nie, das ist das erste Mal.
Ich musste einfach bei der Telefonstelle vor dem Hotel anrufen. Aber zum Glück habe ich jetzt mein eigenes Zimmer und muss ja mit Umut mir keins teilen. Also hätte auch geklappt, aber ich habe keinen Bock, dass er sich nachts die ganze Zeit ankuschelt. Und Umut schnarcht so laut, Leute. Da kann man wirklich nicht schlafen. So, ich habe jetzt gerade frisch geduscht, mich unters Bett geschmissen und jetzt wird noch ein bisschen Harry Potter gelesen. Dieses Buch ist einfach wie ein Fluch. Ich kriege es nicht zu Ende. Bin da schon so lange dran für die, die mich lange verfolgen in Insta-Stories und so. Hatte ich es auch schon so lange drin. Ich bin jetzt gerade, bin ich hier. Also so ein Stück fehlt einfach. Das ist fast die Hälfte. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Jungs. Und Mädels, sorry. Neuer Tag. Ich zieh mich kurz an. Ich muss mein freshes Outfit anziehen für das Instagram-Bild. Das soll cool aussehen. Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich eine große Auswahl. Ich habe nur ein Outfit mitgenommen, also ich ziehe das jetzt kurz an. Okay. Ich habe das Outfit an. Ich habe mich nochmal eingecremt und so. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur, dass ihr fresh aussieht, sondern euch auch frisch fühlt. Ich habe noch so 15 Minuten. Deswegen muss ich mich jetzt sputen. Und auf mein Brötchen esse ich gerne Puten. Let's go. Guten Morgen, Yuga. Guten Morgen. Guten Morgen! Aha, da sind wir beim Trainingsgelände. Hier werden wir auch auf Xavi treffen. Sag euch ehrlich, ich bin gar nicht nervös, ich habe ein bisschen Hunger. Ja. Das Lustige ist, sie trainieren nicht nur die Profis, sondern auch die Jugendmannschaften. Ich finde das immer richtig cool zu sehen, wie die Jugendspieler hier antanzen. Ja, dieses Red Bull Auto. Das ist das Erste, das ich sehe, das so aussieht und nicht in den klassischen Red Bull-Farben. Eieieiei, wir sind da. Junge, so lustig, im Leipzig-Raum ist einfach ein riesen Pappaufsteller von Umut. Der neben meinem Messi wäre auch lustig gewesen. Guckt euch diese Nase an. Wow. So. Wir sind jetzt im Trainingsgelände der Profis. Hier habe ich auch schon Dani und so. Ich habe Dani jetzt vor kurzem natürlich auch gesehen beim Find the Pro-Videodreh. Chillen jetzt hier ein bisschen und warten auf Xavi, bis er kommt. Dann gibt es eine Trikotverlosung auf dem Instagram-Account. Deswegen, Justin, blend einmal das Bild ein. Das Bild ist wahrscheinlich schon hochgeladen, wenn ihr das Video seht. Schaut da mal gerne vorbei und könnt mitmachen und was gewinnen. Was? Yes, of course, eine Maschine. Ja. Okay. We just need some signatures for you for a giveaway. Together with Hamad, he's our content creator from Rebels Gaming. So we are esports team. Yeah. And then one picture together. Yeah, for sure. And yeah. This three on the number. So this two. These two. It's okay if you sign here or here. Those two. This one on the number. And this one. Like here, because you have to put your number and name there. So, okay. Okay, I can sign, yeah? Yes, you can sign. Okay, und Hamid braucht auch noch, oder? Ja. Yeah. Okay. So, can you hold this shirt and he signs his own? Soll ich auf Nummer unterschreiben? Auf Nummer, ja. Footy Tic Tac Tor haben wir noch schnell mit den Beinen. Two more.
Alles gut? Is perfect? Yeah. Okay. Footy tic tac toe? Yeah. And now we just filmed a short footy tic tac toe. You know what it is? Yes. Hmm? Wait, show you. Yeah, I can't show you a pullover. Ah, so I'll show my laptop. Nobody wants to do it with me. Okay, you will be back soon. So we prepared short footy tic tac toe with some clubs, and you know it. And you have to say, for example, who played. We'll show you two clubs, for example, Leipzig and Dortmund, for example, and you have to say who played there. You have to say the player who plays for both teams. Okay. Yeah. Okay. Okay. Different? It's respectless. Tic tac toe, yeah. That you two have in a row. Yeah. Okay, we can start. Soll ich Intro machen? Ja. Yeah. Was geht ab, Freunde? Ich bin hier mit Schabi, mein Bro. Wir werden jetzt Footy-Tic-Tac-Toe machen. Ja, das ist eingeblendet, ne? Los geht's, wer fängt an? Schabi fängt an, you can start. I start. Holland, Leipzig, Schabi. Schabi ist gut. I start. I start. Napoli, PSV, Lozano. Dortmund, PSG, Ashraf Hakimi. Dortmund, PSG hat er genommen. You took Netherlands, Leipzig, Dortmund, PSG? Yeah. Now you but have you can't do the cross, man. You have to do like tic-tac-toe. Is this, man? Or this? Or this? Is this like cross? Also? Yeah, man, but I have this. Oh, you already chose this one. Okay. Yeah. Okay, es hat ihm nichts gebracht. Er verliert gerade. Okay. Wait. I have to do the Napoli. Napoli, Leipzig, Elmas. Oh, now I have only this. You have to do this, man. Napoli, PSG, Fabian Ruiz. No. Okay. Wait. I can do Dortmund, Paris, Diallo. Okay. And now, what you have, you? I have these two. You have to do Netherlands, PSG. PSG, Holland. Easy. Joey Ferro. That's really too easy, man. He's from Netherlands, he's played there. Was ist noch frei überhaupt? Which one is left? No, it's Dortmund. Dortmund? Dortmund was? Dortmund PSV. Mal. Oh, yeah. Dortmund Leipzig? Ah, you do the last Dortmund Leipzig and it's a draw. Dortmund Leipzig. Dortmund Leipzig. Kefko? Okay, so, die Bilder sind gemacht, wir sind fertig. War lustig, also schau, wie sehr, sehr korrekt. Korrekt ist korrekt, Leute, das sagen wir immer. Boah, stinkt. Ja, das ist das legendärste Foto. Das machen wir jetzt nach, bitte einmal um und bitte. Ja, so. Oha, tschüss, so. Jetzt musst du so halten, so ein bisschen. Safe. Gegen wen spielst du heute? Ich bin gegen Fürth, gegen Karlsruhe, gegen Stuttgart. Die und noch so ein geistkranker Ehrenmann. Ich, Bruder, wo wusstest du? Hast du dir gedacht? Ich habe ein Gefühl gehabt. Hast du dir gedacht? Bruder, so wie du mir, so ich dir, weißt du, kommentiert wird dann auch, boah, dieser Ehrenmann-Pass und so, boah, üss. Schauen wir ganz gleich mal drauf auf die Live-Tabelle. Also Stuttgart gegen Augsburg, das ist ein gutes Ergebnis, allen voran gut für uns. Ja. Mainz, Frankfurt, also ich skippe mal ganz kurz Hoffenheim, die führen gegen Heidenheim. Mainz-Frankfurt 3-3, auch ein wichtiges Thema. Könnte auch gut sein. Wenn Mainz nämlich Punkte liegen lässt, dann kommen wir da auch nochmal näher ran. Und, also momentan spielen die alle für uns. Ja, momentan läuft super. Bayern München, wir führen gegen Karlsruhe. Also gerade läuft es echt wirklich ganz nach Plan. Ja. Okay, wir sind fertig. Jetzt gibt es nochmal eine napolitanische Pizza. Die Jungs haben heute sehr gut gespielt, 9 Punkte geholt. Von Platz 4 auf 2. Das schmeckt. Und wenn Mainz jetzt reinpackt, dann nur 5 Punkte Unterschied. Pizza auf Nacken schmeckt auch, ne? Von Leipzig. Du kriegst nicht auf Nacken. Was? Nein, ich muss zahlen. Guck mal, wie hässlich einer ist. Ganz, ganz wichtig. Was kaufst du dieses Mal hier aus Leipzig ran? Hä? Sag mal, was nimmst du dieses Mal mit? Deine Ehre. Ich denke, er macht Monte mit 2012, oder ja. King-Modus.
Das wäre Unmut. Schmeckt deine Pizza unten? Hä? Warte mal. Salami? Der hat falsche Pizza gegeben, Bruder. Aber schmeckt? Unnormal. Er ist Salami. Unverwacht, Bruder. Was heißt das? Gott hüt nicht. Oh mein Gott. Ich muss sagen, also es ist vegane Salami, Jungs, nicht, dass sich irgendwer aufregt in den Kommentaren. Napolitan-Spitzer, gut hier, ist aber auch, also ich habe noch keine schlechte gegessen. Ich muss sagen, das ist sogar vielleicht die schlechteste, die ich gegessen habe bisher, aber die schmeckt trotzdem gut, also weil ich habe noch nie schlechte gegessen. Ich habe jetzt hier für den nächsten Stream schon mal alles eingestellt, aber es ist schon ein bisschen zu spät, um jetzt den Stream noch zu starten. Deswegen beende ich den Vlog an dieser Stelle, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, Daumen nach unten ist auch okay. Und abonniert den Kanal. Ganz wenige, ja, es wird... Gönn doch, Bruder, ein Klick. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Trick auf. Komm mal rum. Sag mal, wen findest du besser, Knossi oder Trimax? Hamid Loco.